Herzlich willkommen, Severo Sturm. Und ich mache jetzt keinen Karlauer über deinen Namen. Ne? Du kommst vom Traditionsclub Schweinfurt 05 und vorher hast du beim Würzburger Kickers gespielt. Warum jetzt gerade der Wechsel zum KSV? Also ich wollte einfach mal weg von zu Hause. Seitdem ich klein bin, bin ich in Würzburg und komme da einfach irgendwie nicht weg. Und das hat sich relativ gut gegeben. Die Bedingungen sind super, die Gespräche waren super. Danke. Ich freue mich auf ein schönes Jahr. Vielleicht 2 oder 3 Jahre, man weiß ja nie. Ja, ich bin froh hier zu sein. Ja, wir sind auch froh. Spiele werden im Sturm gewonnen. Meisterschaften in der Abwehr, also Meisterschaft wollen wir nicht von reden, aber wir wollen natürlich möglichst viele Spiele gewinnen und dafür bist du ja gerade der richtige Mann. Ne? Was hast du dir vorgenommen? Also so eine genaue Anzahl an Toren habe ich mir jetzt nicht vorgenommen. Ja, also ich will einfach der Mannschaft helfen. Ich denke, dass ich schon das eine oder andere Tor schießen werde. Wie viele es dann am Ende sein werden, ist eigentlich egal. Hauptsache, wir gewinnen so viele Spiele wie möglich und ja, ich hoffe auf eine erfolgreiche Saison mit dem KSV. Auf welcher Position spielst du am liebsten? Ja, eigentlich ist es egal, alles vorne ist super. Rechts, Zehner, links außen, Notfall auch Stürmer. Aus Offenbach, herzlich willkommen, Benjamin Hacic. Ich war letztes Jahr in Offenbach, war nicht so ein geiles Jahr. Ja, genau. Ja. Der war gut. Und ja, davor war ich ein Jahr in Schweinfurt, davor in Österreich, erste Liga in Klagenfurt, bei Hannover 96 davor, habe da meine ersten Bundesligaspiele gemacht und ja, Jugend beim FC Bayern München gewesen und ein paar andere Vereine. Jetzt bin ich hier. Super. Ja, wir freuen uns wirklich sehr. Du hast eben gerade gesagt, deinen ersten Bundesliga 3 an der Zahl hast du absolviert, soviel ich weiß. Gegen wen war das? Erstes gegen Freiburg, zweites gegen Düsseldorf und das letzte gegen Dortmund. Gut, ja. Ja, ist doch was. Das ist doch was. Haben wir ja auch einen Bundesligaspieler jetzt bei uns in den Reihen. Kann man auf jeden Fall ein bisschen mit Reklame machen. Ja, doch, auf jeden Fall nicht so bescheiden sein. Was hast du dir vorgenommen? Wo spielst du am liebsten? Mittelstürmer. Am besten... Passt das so? Okay. Mittelstürmer oder hängende Spitze. Beides ist super. Gut, beides ist super, ja. Ich sehe schon, mit dir kann man sich wunderbar unterhalten. Ganz ausgezeichnet. Ja, du bist jetzt eine Woche hier im Training. Hast du schon Kontakt aufgenommen mit deinen Kameraden? Habt ihr schon irgendwelche Freundschaften geknüpft? Wohnst du hier? Da sehe ich jetzt 3 Fragen hintereinander. Ja? Ich hoffe, ich kann es mir merken. Auf jeden Fall, ja, die erste Woche war super. Die Jungs sind alle nett. Ein paar kannte ich schon davor, wie in Hingal oder in Zorgafarkis. Mit dem Severo Sturm habe ich in Schweinfurt zusammengespielt und derzeit wohne ich im Hotel. Ich hoffe, ich finde bald eine Wohnung. Letzte Frage. Ich habe dich ja gefragt. Nee, also bis jetzt alles top, ich fühle mich wohl und ja, ich hoffe auf eine schöne Zeit. Deine Lieblingsposition, was spielst du am liebsten oder wo möchtest du am liebsten spielen, wenn du dich aufstellen würdest? Tatsächlich auf dem linken oder rechten Flügel. Aber wenn ich wählen müsste, wäre es der linke Flügel. Vielleicht kannst du ja wählen, musst du mal mit Trainer sprechen nachher. Ne? Auch an dich die Frage, du bist auch erst eine Woche hier, ist ja klar. Und wie bist du aufgenommen worden in Kassel? Man ist ja nicht allzu weit entfernt, Hannover. Hast du auch eine Wohnung hier oder pendelst du noch? Momentan wohne ich im Hotel am Zwerner Hof. Und ich hatte mein erstes Turnier tatsächlich mit 96 hier in Kassel. Deshalb habe ich hier super Erfahrungen gemacht. Es lief ganz gut. Ich wurde dann damals dort angenommen. Und dass mein Weg hierhin zurückführt, ist doch perfekt, oder? Das ist absolut perfekt. Was hast du dir für dich persönlich jetzt vorgenommen hier in der kommenden Saison? Ich
will einfach Gas geben, mich zeigen und der Mannschaft helfen, so viele Punkte wie möglich zu sammeln. Das ist doch schon mal was, ne? Gas geben und viele Punkte sammeln. Dann drücken wir dir die Daumen, dass das alles in Erfüllung geht, dass das klappt und dass du einen guten Start hast hier bei uns im Aue-Stadion. Hast du das Aue-Stadion schon gesehen? Ja, das habe ich gesehen. Und wie findest du es? War noch im Umbau, aber es hat mich beeindruckt trotzdem. Das ist doch schon mal ein Wort. Du hast bei St. Pauli dich ausbilden lassen. Erzähl doch mal ganz kurz deinen weiteren Werdegang. Wo hast du da, in welchen Mannschaften hast du gespielt und wo bist du anschließend hingegangen? Ich war bei St. Pauli von der U13 bis zur U16. Danach bin ich zum Kleinverein Hamburg gegangen, ETV. Und von da aus dann nach 3 Jahren der 19. Bundesliga zu Kräuter Fürth in die zweite Mannschaft. Hab da erst 2 Jahre gespielt in der Bayer Regionalliga. War Captain des Teams und ja. Und ja, ich habe in deiner Vita gelesen, du hast auch Profi-Erfahrung. Hast du da mittrainiert oder hast du gespielt? Ich habe direkt das erste Jahr mittrainiert und die Vorbereitung 2 Testspiele mitgespielt. Und danach war ich ab und zu im Training dabei, aber nie im Bundesliga-Kader. Ich habe gelesen, in deiner Vita steht außerdem drin, dass du schnell, sehr schnell und aggressiv bist. Stimmt das? Ich würde sagen, ich habe gutes Tempo, aggressiv. Ja, geht. Nicht so. Ich gebe meine Zweikämpfe auf jeden Fall. Aber aggressiv würde ich nicht sagen. Braunschweig, Rami Zuaui. Richtig, Herr Rebecker. Das ist doch was. Du kommst von Kassel. Wo hast du das Fußballspielen nochmal gelernt? Wenn du das so erstmal habe ich als Kind bei SV Nordhausen gespielt und bin dann in die Jugend von Eintracht Bornatal gewechselt und habe dann den Schritt zu KSV Bornatal gemacht und dann bin ich mit Ende 14, Anfang 15 zu Eintracht Braunschweig ins NLZ gewechselt. Und wenn du dich beurteilen würdest, wo liegen deine Stärken? Was spielst du am liebsten? Am liebsten spiele ich im Zentrum, im Mittelfeld, auf der 8, also im Übergang zwischen Offensive und Defensive. Ich denke, dass ich sehr laufstark bin und deswegen so die ganze Fläche abdecken kann im Spiel. Und trotzdem noch torgefährlich bin, viele Akzente in die Offensive setzen kann und trotzdem defensiv das Team auch unterstützen kann. Du bist ja bei Eintracht Braunschweig noch unter Vertrag und quasi ausgeliehen für eine Saison. Und du willst wahrscheinlich hier bei uns den nächsten Schritt machen, um dann anschließend wieder Kontakt aufzunehmen für die erste Mannschaft in Braunschweig, oder? Ja, genau, das ist so das Ziel, mich hier weiterzuentwickeln, Spielpraxis zu sammeln auf einem hohen Niveau und Als Kasseler Junge brauchst du doch wahrscheinlich wie die Kollegen nicht im Hotel zu wohnen. Du wohnst doch bestimmt bei Mama, Papa oder bei der Familie, oder? Genau, ja, ich konnte jetzt direkt bei meinen Eltern wieder einziehen, was natürlich das Ganze leichter gemacht hat. Ja, Mama hat sich gefreut. Ja, man sieht schon, er ist sehr praktisch, ein praktisch denkender Mensch, ne? Und dann hast du ja wahrscheinlich auch hier deinen weiteren Kollegen, die neu hier in der Mannschaft sind, einiges voraus. Du weißt, wo man hier samstags hingehen kann oder freitags oder nach dem Training. Da kannst du dir den einen oder anderen Tipp dann schon mal geben, oder? Nee, also ich war, als ich nach Braunschweig gezogen bin, war ich Ende 14, Anfang 15, da hat man sowas noch nicht erlebt, deswegen. Also. Ja, aber ich meine, jetzt hier in Kassel weißt du doch, wo was abgeht. Ja, so halb. Also. Ich bin eher in Braunschweig groß geworden, also alt geworden, sag ich mal. Und deswegen. Gut, es gibt einige Jungs, die wissen schon, wo was los ist. Wir wünschen dir auf jeden Fall, dass du dich hier, wie du dir das vorgenommen hast, richtig gut weiterbildest, dass du natürlich der Mannschaft hilfst, dem KSV hilfst und ordentliche Leistungen zeigst. Alles Gute in Kassel!